Augstein und Blume. Augstein braucht noch ein bisschen, hatten wir eben schon. Es hat 45 Minuten oder gar noch länger handgestoppt gedauert, bis einer in dem Podium ausgesprochen ist, hat, was vermutlich eine der ganz wenigen Wahrheiten war, dass der Journalismus heute nämlich besser ist, als er vor 20 Jahren war. Und ich kann nur sagen, Herr Friedrich, scheiß Wiedervereinigung, stimmt, haben Sie völlig recht, in Bonn war alles viel besser. Da gab es nämlich Parteibuchjournalismus. Und wenn Sie sich, wenn ich das einmal loswerden darf, weil das liegt mir jetzt echt auf der Galle, es tut mir leid, Augstein wird heute geschont in dieser Runde, dafür kriegen Sie es jetzt ab. Wenn einer glaubt, dass dieser Parteibuchjournalismus, als sich alle Zeitungen verortet haben entlang von Linien, die FR schrieb immer links, die FAZ immer rechts, die Welt auch und die Süddeutsche meistens auch links, das war schlechter Journalismus. Der ist vorbei. Ja, und was haben wir heute? Moment, den Satz mache ich noch zu Ende. Der war doch schon und zu wenn Ende. Und wenn sich heute die Leute wundern, dass plötzlich mal ganz verschiedene Medien, die früher nichts miteinander zu tun hatten und auf ganz verschiedenen parteipolitischen Lagern verortet waren, jetzt einer Meinung sind, zum Beispiel sagen, 2 und 2 ist 4 oder Herr Wulff hat ein Problem, dann ist das eben der Beleg dafür, dass der Parteibuchjournalismus zu Ende ist. Und das halte ich für einen singulären Fortschritt. Und das ist ein Beleg dafür, dass, weil alle einer Meinung sind, ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass das dann die Wahrheit ist? Nein. Das ist doch totaler Quatsch. Nicht automatisch. Bin ich mal ganz kurz dran. Ja? Wieso denn? Weil das dazugehört. Ich meine, wir haben jetzt hier Herrn Weselski sitzen und eben wurde gesagt, alle haben immer geschrieben, dass er der Wahnsinnige ist. Und Christoph, du hast gesagt, die Leute haben das deshalb geschrieben in ihren Zeitungen, weil die Leser das haben wollten. Ich kann dir sagen, ich habe eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich schreibe ja bei Spiegel Online eine Kolumne. Im vergangenen Jahr haben die beiden Kolumnen, die ich pro Weselski geschrieben habe, sämtliche Klickrekorde gesprengt, die Spiegel Online in diesem Sektor jemals hatte. Und zwar alle bei Weitem. Warum denn eigentlich? Weil das eine der ganz wenigen an prominenter Stelle stehenden Stimmen waren, die gesagt haben, Freunde, spinnt ihr eigentlich jetzt alle? Der Mann ist Interessenvertreter für seine Leute. Er übt sein vollkommen normales Recht aus. Es ist sein Job, das zu machen. Was wollt ihr eigentlich? Seid ihr alle, was ist mit euch los? Die Leute haben das total, die fanden das super, dass das, da konnte man wirklich mal sagen, dass das endlich mal einer sagt. Andere Frage, warum haben denn alle Zeitungen das Gegenteil geschrieben? Meine Meinung ist, weil die sozial, was ihre politische Haltung angeht und so weiter, total homogenisiert sind inzwischen. Ich hätte lieber die Zeiten von früher zurück, wo der Spiegel... Ich dachte, so weit wären wir jetzt. Wo der Spiegel eine irgendwie linke Zeitung war, wo die Zeit eine liberale Zeitung war, wo die Welt eine vertriebene Zeitung war, da wusste man wenigstens noch, was los ist. Heute... Aber jetzt machen Sie überdrehen jetzt. Sie machen sich ich überdrehe nicht. Ich habe ja nichts gegen eine klare Meinung links oder rechts. Zu überdrehen. Ich habe ja nichts gegen eine klare Meinung links oder rechts. Nur das Berechenbare. Ja? Immer wenn es von der CDU kam, musste die FR schreiben, ist Mist. Musste der Spiegel schreiben, ist Mist. Und wenn es von der SPD kam, mussten FAZ und Welt schreiben, ist Mist. Ganz egal, was er sagt. Und wenn er morgen das Gegenteil von dem sagt, was er vorher sagte, war es immer noch Mist. Und die Zeiten will keiner zurück. Und es gibt eine Versoftung des Journalismus. Es gibt eine Versoftung. Christoph, Entschuldigung. Es gibt eine Versachlichung. Diese Geschichte über Kurt Beck war wahrscheinlich eine der besten, die du je geschrieben hast. Und für die hast du dich jetzt entschuldigt. Ja. Ich meine, das ist doch total, das ist doch furchtbar. Das ist doch schrecklich. Und ich glaube, wenn wir noch einmal auf den Herrn Weselski kommen. Herr Weselski hatte offenkundig ein Problem, einer Menge Leute, die lesen und schreiben können, zu erklären, nämlich den Journalisten, was er da eigentlich vorhat. Und ich habe es verstanden. Ja, okay. Gut, gut. Also in der Baumschule werden Sie eins versetzt. Aber die Frage, an der sich ja alle festgemacht haben, in der sich auch die Schlagzeilen ja so ein bisschen abgearbeitet haben, und jetzt muss man nicht jede von denen toll finden, und die Privatadresse zu veröffentlichen, fand ich völlig grenzüberschreitend, da gibt es gar keine Frage. Aber die Schlagzeilen machten sich ja an der Frage der Angemessenheit fest. Sie haben einen Kommentar geschrieben über die Frage, darf der überhaupt streiken? Ist das verfassungsrechtlich? Okay, natürlich ist es das. Aber ist es angemessen? Das war die Frage. Und die ist einhellig, beinahe einhellig, mit Nein beantwortet worden und nicht nur von Vollidioten. Ja? Insofern sollte Ihnen das möglicherweise auch zu denken geben. Und ich finde, das Bobbycar-Beispiel, was Herr Scherz ungefähr 22 Mal brachte, ist das exakt Falsche. Weil am Bobbycar, als es so weit runter war bei Herrn Wulff, als die Presse, wenn man so will, einzelne Blätter so weit runter waren, das ihm auch noch vorzuwerfen, teilte sich
die Schar komplett auf und die einen sagten, und jetzt müssen wir ihn endgültig hängen, weil er hat auch noch einen Glory Car gemobst. Und dann waren aber eine Menge anderer Zeitungen, darunter die Bild-Zeitung, für die ich damals gearbeitet habe, die sagten, das geht jetzt zu weit, jetzt wird's echt schwachsinnig. Wir hatten einen echten Kasus, der Mann hat sein Parlament hinter die Fichte geführt und das ist normalerweise Todesurteil für jeden Politiker. Dass er sich so lange gehalten hat, hat ein paar andere Gründe. Aber der Bobby Car war natürlich völlig überrissen, aber das haben auch ganz viele geschrieben. Und es ist eben nicht die Meute auf den Bobby Car losgegangen, wie Sie das dargestellt haben. Das ist wirklich nicht wahr. Ich glaube, am Ende wurden hier beschimpft und bedauert, dass die jungen Leute nicht mehr lesen, dass die Leute alle viel döver sind, dass die Journalisten alle viel döver sind. Dass das Internet voller Schrott ist. Entschuldigung. Ja. Also da muss ich wirklich sagen, niemals war es für Menschen leichter, sich zuverlässige Informationen zu holen, und zwar unabhängig jetzt vom sozialen Hintergrund, von der Bildung, auch vom Geldbeutel und so weiter, als heute. Das sozusagen als kulturellen Rückschritt oder als Gefährdung für den klassischen Journalismus zu betrachten, das finde ich ehrlich gesagt, rückschrittlich. Natürlich gibt es jede Menge Schrott. Und da hat Christoph Schönicke, wie ich fand, sehr recht gehabt. Der Journalismus ist eine Dienstleistung von Profis. Und das muss sich frei halten, eine Grenze halten zu den Bloggern, die machen dürfen, was sie wollen, denn das Netz ist frei. Und das ist auch gut so. Aber das ist kein Journalismus, denke, weil sie es kein sind, Handwerk sie, ist. Sie sind doch von uns beiden der Boulevardjournalist. Ich verstehe Sie jetzt hier gerade nicht. Ich habe ja gezeigt, dass ich beides kann, aber das ist... Und noch einmal, dass immer meine unterschieden Krücke. Wird zwischen... Oh, Ihre Krücke. Oh Gott, auch das noch. Komm, aber Sie haben wenigstens ein Herz. Alles da. Sie haben ein Herz. Das die Unterscheidung zwischen... Wir überziehen wahrscheinlich schon. Die Unterscheidung zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien am Beispiel von Herrn Prantl festzumachen. Das mag schon sein, dass der Herr Prantl das schreibt, was Sie denken, Herr Schatz. Jetzt aber okay. Jetzt aber vorsichtig. Das ist wirklich vollkommen okay. Jetzt wenn Sie vorsichtig. Das gut finden, super. Aber dass er das deshalb automatisch das, was er schreibt, ist Qualitätsjournalismus und alle, die was anderes schreiben, die also nicht der Meinung von Herrn Prantl und von Herrn Scherz sind, dann nicht Qualitätsjournalismus machen, finde ich etwas zu einfach. Sorry. Gut, okay, und jetzt nochmal fürs Publikum. Wissen Sie, wie es weitergeht? Also ich meine, mit dem Journalismus und dem Internet und dem Ethos und so weiter. Ne? Und da nochmal, weil ich weiß es nicht. Ich hätte Angst vor solchen Fragen. Ich finde, der Journalismus hat ein Finanzierungsproblem, jetzt mal im Ernst. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Da ist ein Teil der Finanzierung weggebrochen, das bringt die Qualität potenziell ins Gefahr, genauso wie es einzelne Blätter in Gefahr bringt. Aber ich glaube, es hat nicht ursächlich etwas mit der Qualität, die gesunken ist, und darum lesen die Leute es nicht mehr und kaufen es nicht mehr, zu tun. Denn mehr Leute denn je lesen deutschen Journalismus, vom Spiegel bis zur Bild. Die Reichweiten sind groß gestiegen für Journalismus, der unter diesen Marken fährt. Das Problem ist, dass nur noch Teile dieses Journalismus bezahlt werden. Und der kostet beim Machen halt Geld, wie wir alle wissen. Das ist jetzt der Wecker gewesen. Jetzt ist unsere Zeit abgelaufen. Augstein und Blume.